So, jetzt kommt der zweite Teil zu meiner Videoreihe. Welches Tier hole ich mir? Ja, also das ist jetzt mein Stabschreckenterrarium. Das hier, nicht das Beispiel. Ne, das erkläre ich jetzt nicht, weil das kommt eh weit weg und wird durch ein auch hohes ausgetauscht. Ja. Also, da hinten sieht man schon mal eben das, was ich erklärte. Dass die sich eben gerne an Äste hängen, weil hier die kleineren sind schon durchaus auch in den Blättern. Und bevorzugt hängen sie sich halt die größeren vor allem an die Äste. Sieht man das wahrscheinlich, weil sie sich eben hinter der. Ah, hier vorne sieht man das ganz gut. Die hängt einmal im Ast und im Blatt, um sich eben eher als Ast zu tarnen. Soweit ich das jetzt feststellen konnte, haben die durchaus die Fähigkeit zu unterscheiden, hänge ich jetzt an einem Blatt oder einem Ast. Ja. Die hängen sich. Ich habe hier die Äste eben um an das Luftschutzgitter gehängt. Da ist ziemlich gut möglich gewesen eben. Ich wollte es nicht unten am Boden haben, weil ja, das wäre jetzt ein bisschen kollidiert mit den Futterpflanzen, weil ich die immer unten in die Erde stecke, dass sie länger frisch bleiben. Ja, und jetzt suche ich mal eins raus. Jetzt sauber soweit. Ich auch was darauf machen sollte, dass die Hand so einigermaßen sauber ist, weil die Tiere können sich auch anstecken. Ah, und gerade eine Premiere war da gerade zu sehen. Vielleicht hat es richtig aufgenommen. Es hat gerade zum ersten Mal seine Flügel aufgefaltet. Das habe ich auch noch bis jetzt nicht gesehen. Jetzt möchte ich jedenfalls mal zeigen. Das Tier. Große. So, ja, da seht ihr. Das ist. Wenn man sich das mal anschaut, hat eigentlich genug Platz, um sich runterzuhängen, um sich zu halten. Ja, da ist noch Platz nach unten. Und ja, das sollte auch immer ein bisschen Platz haben. Könnt ihr auch mal sehen, wie viel breiter das ist. Fünf Längen. Jetzt könnt ihr mal die Dimension sehen vom Tier zum Terrarium. Also das sind richtig große, gute Größenverhältnisse von Tier zu Terrarium, dass er sich auch wohlfühlt. Komm, zeig mal den Flügel gerade. Nicht? Okay. Dann setze ich es auch zurück. Und ja, worauf man eben achten sollte, ist, dass so eine gewisse Erdschicht ist. Ist einmal natürlich breit. Man kann die Pflanzen natürlich auch irgendwie in so einen Topf reinstecken, was hier aber irgendwie nicht so praktisch finde, weil dann muss man wieder alles das. Ja, dann ist irgendwie so eine Fläche gequetscht und wenn man es so verteilt machen kann, dann kann man es auch, muss man auch nicht so drauf achten oder nicht so die Pflanzen so hinbiegen, sondern ja, die steckt mal dahin, wo sie gerade hingehen, von der Größe her und so. Die Äste ich weiter nach hinten, die Pflanze weiter vorne. Und ja, die Tiere in die Fels, wachsen und wachsen, wachsen. Ja, worauf man achten sollte, ist, dass wenn man merkt, dass die Tiere Eier legen oder so eine Menge da sind, dass man einfach mal guckt, ob vielleicht Junge auftauchen. Also ganz Junge habe ich jetzt überhaupt keine mehr von keiner Art momentan, oder? Sind zu recht da. Wenn er ist jedenfalls ziemlich klein, da muss man aufpassen, dass man nicht aussehen und raus tut, weil sonst denkt man, ich habe keinen Nachwuchs. Aber die sind ungefähr so, teilweise so von Größe her ein bisschen größer als so eine normale Ameise, wo es bei uns heimisch gibt. Ja, das sollte man schon genau hingucken. Und je nach Art sind die auch noch unterschiedlich gut getarnt. Ja. Das war's dann zum Thema Einrichten eines Staubschreckenterrariums.